Willkommen zurück bei Darksiders 1 Warmastered Edition. Corlas hier. Sind noch ziemlich am Anfang vom Game, logischerweise. Vierter Part. Du mein Gult, Stragadur. Nom Straga Sendura. Weißt du, was hier eingesperrt ist? Das sind Dinge, die selbst du fürchten solltest, Reiter. Einst warst du stark, aber jetzt bist du schwach und du bist allein. Der Zerstörer weiß von deiner Ankunft und in diesem Augenblick schickt er seine Legionen gegen dich. Dann mache ich es kurz. Hatte gerade was von Herr der Ringe, oder? Okay. Das ist auch ein bisschen problematisch, dass man bei sowas keine Lebensanzeige bei den Gegner sieht. Also. Ich schlag dir den Kopf ab! Vernichte diesen Narren! Erstmal Beine weg. Chaosfresser. Ah, cool. Ach ja, stimmt, der levelt ja zwischendurch. Aber ich glaube, das hat nur was mit ein bisschen mehr Damage zu tun. Vernichte diesen Narren! Alles schön execute. Ich schlag dir den Kopf ab! Alter, als ob du. Aua. Wie oft denn noch? Okay. Hier, deine Axt. Er ist vergessen. Wie Vulgims Symbol so ganz unauffällig da rumpendelt. Meinst du, ich soll das Ding stellen, oder was? Ja, ups. Nur ein abscheulicher, blutspuckender Wasserspeier. Yep. Da ist wer gefangen. Und das ist ein sehr bekannter aus den letzten Part Reihen von Darksiders 2. Krieg, bist du hier, um den Henker zu spielen? Sie hätten euch alle vier schicken sollen. Ich habe nicht vor, dich zu töten, Samael. Ha! Der Zerstörer! Er ist außerhalb deiner Reichweite und außerhalb meiner. Hat das Gefängnis dich zu einem Feigling gemacht? Vielleicht gibt es einen Weg. Aber dafür musst du in den Turm des Zerstörers gelangen. Doch leider wird der Turm von vier seiner Auserwählten bewacht. Bring mir ihre Herzen und stell keine Fragen. Die Gründe für meine Hilfe gehen dich nichts an. Wo kann ich diese Wächter finden?
Suche zuerst die Zwielichtkathedrale, in die sich die Fledermauskönigin Tiamat zurückgezogen hat. Doch ihre Wohnstadt ist nichts als ein Inferno. Über das Land wirst du es niemals erreichen. Suche hiermit den hohen Ort auf. Und bring mir ihr noch schlagendes Herz. Yep, Samael. Und jetzt können wir zumindest gleiten. Ist ganz nett auf jeden Fall. Samael hat dich in einem Stück gehen lassen. Er mag dich wohl. Alter. Was sage ich dazu? So. Ich habe immer noch keine. Okay, die 1000 sind mal hier erst dann voll. Das sind Seelen. Sind hier noch mehr Seelen? Da hinten sind noch mehr Seelen. Ich dachte. Naja. Hatten wir jetzt genug? Da sieht man, wie viel Chaosfresser gelevelt hat bei so her. Also quasi gar nicht. Ah, 961 haben wir. Das heißt, 40 Seelen fehlen gerade noch. Die werden wir wohl hier noch wohl zusammenkriegen, oder? Schön vorsichtig mit den. Okay. Ob der gerade auch Damage kassiert hat dadurch. Beine weg. Ah, hi. So, 1001. Jetzt gehen wir nach Wolgrim zurück und holen uns Waffenmeister, glaube ich. Ah, ne? Also, wenn ich mich nicht ganz irre, war das irgendwie so eine Verstärkung von 20% oder so. Steht leider halt nicht genau da, aber. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Aber. Ich meine, das war schon nicht ohne. Sei gegrüßt. Oh. Stimmt ja. Na, komm. Nee. Hier.
So, zuweisen, da rein. So, jetzt macht das Ding auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage, aber ich glaube so, also es war nicht ultra viel, aber es war schon für den Anfang nicht gerade schlecht. Und gerade am Anfang zählt halt jeder Damage-Punkt mehr. Aber jetzt gucke ich trotzdem noch einmal eben. Nee. Ah, Einstellung. Konnte man nicht. Erweiterte Optionen, danke. Normal. Nochmal achtfach. Man konnte nicht das Leben anzeigen lassen, ne? Mit dem Flimmer-Effekt jetzt vom Schwert kommt es ein bisschen besser. Bein her. Da muss ich gar nicht hin. Braucht ein bisschen Leben. Danke. Der wollte mich grabben und explodieren. Was ein Wichser, Alter. Okay. Parkour 1, Auto 0 oder was war da gerade? Ich hoffe mal, dass ich ja auch sowas kriege wie Gesundheit beim Executen. Das wäre ultra wichtig. Nein. Wichser. Ich dachte, ein Schlag reicht. Reicht nicht. Scheiße, Mann. Warte. Okay, aber die Kamera gerade nur ein bisschen broken. Waren das nochmal? Also an Dark Siders 1 kann ich mich halt so gar nicht dran erinnern. Also das heißt so gar nicht. Ein bisschen. Aber im Vergleich zu Dark Siders 2, was ich, weiß nicht, vorher 10 Mal durchgespielt habe, kommt Dark Siders 1, ich glaube, das habe ich legit einmal durchgespielt. Nicht etwa, weil es schlecht war oder so, sondern einfach, weil das Setting von 2 mich irgendwie mehr genommen hat.
Aber Krieg ist halt auch eine coole Sau. Hallo. Das konnte ich mich zum Beispiel noch dran erinnern. Dass man die damit aus dem Konzept bringen kann. Dass sie nicht mehr fliegen. Ist schon wieder Wolke? Okay. So, ich habe 71 Seelen. Bringt genau gar nichts. Skelettkrieger, die kann ich nicht rammen. Vorsichtshalber trotzdem nochmal versucht. Den kann ich aber einfach Stern umbrechen, das ist auch gut. Alter! What the fuck? Was ist das für ein Damage? War das gerade ein Heavy Attack von denen? Wenn ja, bin ich gleich tot, ey. Oh, da ist noch einer. Was passiert eigentlich, wenn ich dich antröte? Okay, wir sind auch genug weg. Ich würde gerne mehr Leben bekommen. Und nichts anderes. Okay. Was ist denn eure Meinung zu Autos? Ah, geht so. Als ob mich das Kackvieh wieder gehittet hat. Ich war in der Luft. Ach. Trifft die Fledermaus, spielen wir jetzt. Trotzdem jetzt mal interessant zu wissen, wie viel kostet so ein Lebenstrank bei Wolfen? Wenn der nur 100 kostet oder so, no problem. Wenn der mehr kostet, $500. Vor allen Dingen. Das regeneriert nicht mal voll, ne? Das ist schon hart. Wie kann ich bescheidener Händler sein? Oh, hier geht's runter. Oh, cool. Aua. Okay, der wird auch genug gespeckt. Alter.
Oh mein Gott. Da wollte ich zu viel tröten. Joa. Es wird nicht leichter, ne? Was man halt in Darksiders 2 noch mit dem Equipment ausbügeln konnte. Also in Form von gefundenen Waffen, Ausrüstung, Rüstung etc. Hast du hier halt nicht. Oh fuck. Ja, Seite ausweichen. Nein, nein. Glaubt auch echt. Ihr könnt alles mit mir machen, oder? Ah, warte. Bein. Ah, Kopf. Okay. Aber die bringen auch echt wenig Seelen. Dein Auto ist auch da. Ist ja auch noch was? Ne. Da kann ich wieder das Türchen öffnen. Wer ist denn da? Nichts Erwähnenswertes. Kann ich hier noch irgendwo hoch? Nö, ne? Ah! Natürlich, jetzt kommen sie, ne? Bein her. Bein her. Noch wer? Nö, ne? Gut. Also, was man halt sagen muss, das ist halt. Also, Darksiders 1 ist halt im Vergleich halt wesentlich linearer. Das nur. Okay, das war glaube ich eine minimal größere Truhe. Weiß nicht. Ich bin wegen des Zerstörers her. Mein Bruder sprach von deiner Ankunft, aber ein mächtiger Fluch hält mich fest. Ich kann dir nicht helfen. Jeder Fluch kann gebrochen werden. Ja, vielleicht. Diese Diener des Zerstörers laufen ungesehen im Reich der Schatten. Durch ihr Blut sind wir gebunden. Durch ihr Blut werden wir frei.
sein. Ich kann mich nicht mehr im Schattenreich bewegen. Ein Großteil meiner Kraft hat mich verlassen. Du brauchst es nicht zu betreten. Ich werde dir die Macht gewähren, für eine Weile in das verfluchte Reich zu blicken. Aber zu welchem Zweck? Welche Hoffnung haben wir jetzt noch gegen die üble Zauberei des Zerstörers? Hoffnung wird euch keine Freiheit bringen. Ja. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden.